So, ein, zwei davon. Du brauchst noch Boiler, wofür ich keinen Stein habe, weil ich das gerade alles zu Landfill gemacht habe. Wo war der Steinproduzent? Du warst der Steinproduzent, richtig? Du warst der Ziegelproduzent. Alle hops. Bau Boiler. Gib mir nochmal ein Stack. Gut. Dann 10 davon. So, das war schon. Oh, ganz viele Ärmchen. Klau dir mal. Dann Stack blaue Ärmchen. So. Haben wir. Gut. Runter, 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 runter. Wo war das? Da war das. Erstmal brauchen wir eine Stromabdeckung. So, damit die Engines auch ihren Strom abgeben können. Ich hatte es schon mal erwähnt. Und das hier müssen wir anders gestalten, weil das hier wird alles im Weg sein. So, das heißt, hier irgendwo ist dann so ein langes unterirdisches Ding ins Bummens. Langes unterirdisches Ding ins Bummens. Du hast irre lange brauchst du bauen. So, da gehst du runter und da hinten kommst du irgendwo raus. So, Reihe 1 bekommt da Boiler. 1, 2, 3, 4, 5 Boiler. Ärmchen, Fließband, Ärmchen, Boiler. Ärmchen, Fließband, Ärmchen, Boiler. Das war schon. Okay. So. Ja, das ist doof. Das werde ich gleich irgendwie anders machen müssen. Gib mir. Wo sind die Engines? Wo sind die Engines? 1, 2, 3, 4, 5. Also durchkommen wird hier schon mal schwierig. Du bist da auch falsch. Du musst einmal weiter nach da. 4. Puh. Das kann ich aber zumachen. Mit den da. Gut. So, komm ich noch rum, komm ich noch rum. Kohle fehlt immer noch. Du setzt die da hin. Also ja, ich brauche den ebenfalls hier. Oh, zufälligerweise liegt der Kohle. Das ist auch sehr schön. Gib mir Drill. Nee, gib mir erstmal Stromversorgung und gib mir dann Drills. So, und bau davon ein paar mehr, weil es fehlt eben ganz schön viel. So, du Strom. Wurzel bringen. Herr Fließband. Das da hoch. Dann wird es da oben gesplittet. Wofür wir 1 Splitter bräuchten. 2 Splitter bräuchten. Und dann geht es einmal. Ne, wir brauchen nur 2. Gut. Dann geht es dahin. Hier gibt es. Warte, hier kommen auch noch welche. Hier kommt auch noch eine Engine hin. Die sieht man nur gerade nicht. Pack mal da ein Platzhalter-Engine-Ding hin, damit man weiß, wo das... Warum seid ihr auf unterschiedlicher Höhe? Hä? Hä? Achso, weil hier 6 sind. Seid falsch. Gut. Besser. So. Damit ich weiß, wo jetzt was abgesplittet werden muss. Also mach hier bitte den Splitter mal weiter vorne. So. Dann führst du hier runter. Du führst darum dahin. Und dann hier runter. Wenn denn mal genug davon da wären. So. Okay. Ärmchen. Oh. Und Stromversorgung für Ärmchen. Eine Substation habe ich noch nicht erforscht, glaube ich. Das wäre jetzt recht praktisch. So, du. So, flop, 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 flop. Irgendwo schießt irgendwas. Und hier brauche ich dann einfach ganz viele Untergrunddinger. Also normale Untergrunddinger. Heißt, ich setze dann... Und ich habe keinen... Ah doch, da. Tu die da unten hin, verdammt.
Ne, da war nicht so gut. Mach mal lieber. Ja, ich verhungere. Das ist auch doof. Schmarrn. Gab's da nicht inzwischen irgendeine Funktion, wie man von den Fließbändern runterkommt? Also, dass man nicht mitgezogen wird. Das da runter, da hoch, da runter, da hoch. So. Nächstes Fließband-Dingens wäre hier irgendwo. Paar Untergrunddinger. Ja, das wird jetzt nichts. Ich muss das Rot loswerden, sonst sehe ich hier gar nichts. Einmal das Sauerstoff aus, nun, okay. Hektik, Hektik. Und ich brauche Eisen. Also, einmal Eisen holen, einmal ein bisschen Stahl holen, dann das Ding da zu Ende aufbauen, damit wir nur noch Strom bekommen und dann trotzdem weiterhin in Richtung Solar Panels arbeiten. Wenn das alles mit da Eisen Untergrunddinger sollten langsam so reichen. Rest dahin und go. Und das Ding wird niemals hinhauen. Niemals nicht wirst du reichen. Bau. Paar Drills. Genau. So. Wahrscheinlich auch nicht. Bau mehr. Davon bauen die Drills hier hin. So, das könnte vorerst temporär ein bisschen reichen. Gut. Jetzt wieder das komische Hin- und Her-Gewusel. Stell dich. Brauche ich überhaupt? Nee, die brauche ich gar nicht. Brauchst du nur auf einer Seite. Ha! Umso besser. Sieht dann zwar noch komischer aus als vorher, aber soll's. Irgendwo dahin. So. Untergrundding davor, dahinter. Läuft auch in die richtige Richtung. Gut. So. Oh. Und hier nochmal. Runter hoch. Runter hoch, runter hoch, runter hoch, runter hoch. Und es sollte die erste Kohle ankommen. Und eine neue Basis ist da, das ist nicht schlimm. Und da das so einigermaßen gut klappt, kriegt ihr auch noch Licht. Ist das nicht nett von mir? Kein Doppellicht. So. Eine hässliche momentane Lösung. Aber sie funktioniert und bekommt immer noch nicht genug Kohle. Hammer. Aber nee, mehr Kohle bekommt ihr erstmal nicht, weil es sollte so reichen. Und die Akkus sollten auch fast instant voll sein, weil es so wenig Akkus sind. Richtig, aber da arbeite ich ja dran. Also, Strom kurzfristig gelöst. Roboport-Abdeckung erweitert. Flying Frames für mehr Roboter gebaut. Bau erstmal Construction Bots, also 10, 10. 10 Construction Bots, 10 Logistik-Dinger. So. Dann langsam mit den Arbeiten anfangen. Du kriegst mich schon selber um. Okay. Nächster Schritt. Ich brauche Gun Turrets. Wenn die Roboter durch sind. Die repariere ich mal, damit ich besser stacken kann. So. Achso, gib mir das Stahlding. Danke. Gun Turret. Sniper-Ding. Flup, flup, flup. Damit wir auch hier Sniper-Türme haben. Müsste theoretisch einmal komplett rum. Aber so könnte es schon mal helfen. Und ich werde die Sniper-Türme aus dem Inventar los, um mehr Platz zu haben. So, jetzt klaue ich mir irgendwo aus einer Kiste, wo bestimmt noch ganz viel ganz normale Gatling-Munition ist, wie hier zum Beispiel. Davon war es raus. Und stiefel jetzt damit los. Mit 5 Gun-Turrets, 46 Mauern. Und ganz viel Flammenwerfer-Money. Und da mache ich jetzt eine Basis kaputt. Für den nächsten Grinder. Und da oben sieht es recht gut aus. Da oben rechts sieht es sogar noch besser aus, weil es sind mindestens 2 Gebäude. Also dann auch hoffentlich mindestens 2 Alien-Artefakte. Das ist auch ein schönes Kupferfeld.
Ist allerdings relativ nah an der Basis. Und ich glaube, die Basis wird noch eine lange Zeit ein Problem für uns werden, weil sie jetzt schon recht schwer und groß ist. Und sie wird mit der Zeit nur noch schwerer und noch größer. Also sollte ich eigentlich jetzt irgendeine Kamikaze-Aktion machen, um das Ding ein bisschen zurechtzustutzen, aber weiß ja nicht. So, 5 davon. So, dann bekommt ihr nicht direkt davor eine Mauer, sondern mindestens einen Abstand. So. Achso, Munition wollt ihr auch noch haben. So, 2 Stacks jeweils sollten reichen. Bitteschön. Jetzt anlocken. Königin. Ich habe anderes Gedöns in dem Jahr. Ich will Königin haben. Richtig. Ja, kleine Zerglings. Ist ja gut, kleine Zerglings. Ah, das ging schon mal besser. Als das letzte Mal. Oh, und ein Turm sogar. Turmkuppeln, der hat leider keinen Artefakt, richtig? Richtig. Wow. Blach. Blach. Das wird so eine selbstsprengende Geschichte gewesen sein. Das Ei lasse ich mal wachsen. Weil die Viecher zu töten ist meist einfacher, als das Ei selber zu knacken. Das ist ein bisschen härter, warum auch immer. Gucken wir, was da jetzt rauskommt. Nix. Hä? Okay. Das Nest hat nur 40.000 Hails. Das ist ein kleineres. Das andere, was wir vorhin gekillt hatten, waren 45.000. Also letzte Folge müsste das gewesen sein. Splush. Sehr gut. Ja, hält ziemlich viel aus. Also nein. Aber ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, nicht, dass dann genau da wieder eine Königin rauskommt und hier wieder eine Basis hinsetzt. Und ich habe noch mehr als genug Flammenwerfer-Muni für noch eine Basis, würde ich sagen. Das heißt, ich baue euch mal ab. Hoffe, dass ihr noch genug Muni habt. Ja, 1,5 Magazin habt ihr gebraucht. Also für einmal sollte es noch reichen. Und die Doppelmauer ist wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll, sondern lieber eine Einfachmauer einmal rumziehen. Weil sie ja doch recht schnell rumgelaufen ist, um das Ding. Dich noch reparieren. Weep. So. Das Ding da. Im Wald. Das ist doof. Okay, ich gehe lieber, glaube ich, hier unten rum. Baue das da dann irgendwo auf. Hier ist schon mal wieder so ein Minending. Alarmierst du die Königin, wenn ich an dir vorbeilaufe? Ich hoffe mal nicht. Nee. Okay. Und die Türme müssen auch außerhalb davon sein, weil darauf zu schießen wäre auch Munitionsverschwendung. Wow, jetzt bitte. Can't build close to the enemy. Ah, das ist sehr gut gemacht von dem Mod-Autor, dass man halt Tower Crawling nicht so extrem ausnutzen kann. Jo. So, Money. 1, 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 1. Und im einen Abstand einmal rum. Einen Instant-Bunker aufziehen. So. Präzisions-Minigun. Schieße auf Dinge. Königin. Schieß gerade auf dein Nest. Na, kommst du doch rüber über 2 Felder. Aber das heißt, du bist trotzdem tot. Und unser Turm steht noch und ein Zirkel beißt mir in den Po. Du hast auch nur Fitz. Da oben muss noch ein Spawner sein. Den kümmere ich mich gleich. Weil so kriege ich auch noch ein bisschen Alien-DNA. Wenn jetzt regelmäßig die Zirklings da gespawnt werden und mir entgegengeschmissen. Ich hoffe nur, dass die Tanks reichen, aber das schaut sehr gut aus. Ja, da muss ich mir keine Sorgen machen. Schön, schön. Also erfolgreiche Angriffsaktion. Das mit den Türmen klappt soweit ganz gut. Bei den kleineren Basen zumindest. Wenn ich mit der Taktik zu einer größeren Basis gehen würde,
das, da würde ich, glaube ich, kein Land sehen. Oder ich müsste sehr, sehr, sehr viel Munition mitnehmen. Wahrscheinlich so viel, dass ich gar nicht, also dass es gar nicht in mein Inventar reinpasst. Das heißt, ich müsste eine Roboportkette machen, um dann die Munition anzuliefern für einen Basenangriff, was auch ein wenig komisch ist. Aber ich hoffe mal, dass die Waffen später noch ein Tick stärker werden. So. Zink. Und da wird's. Das ist eine komplett neue Basis da oben, oder? Ja, wird eine eigene Königin haben und einen eigenen Spawner und alles. Das mache ich jetzt nicht mehr. Also zum einen, weil die Türme nicht mehr so fit sind. Ich keine Repair Packs gleich habe, um die Zähne zu reparieren. Und die Munition ausgeht. So, mitnehmen. Ich glaube, das Gestell lasse ich einfach mal hier stehen. Nur für den Fall, dass irgendwann in der Nähe eine neue Basis spawnt. Wenn ich jetzt im Dunkeln Mauer abreiße mit dem Vorschlaghammer, ist auch nicht so wirklich entspannt für unseren kleinen Ingenieur hier. Naja, der lieber im Dunkeln nach Hause stapfen durch feines Land. Mit einer mickrigen Taschenlampe nach vorne. Das ist viel beruhigender. So, was machen wir in den nächsten Folgen? Mehr Roboter bauen, mehr Solarpanels bauen und langsam anfangen, die Sachen zu automatisieren. Also gelbe Kisten, rote Kisten, blaue Kisten, was alles noch mehr Stahl braucht. Wofür warst du? Achso, du warst die Raketenherstellungsgeschichte. Ja, die können wir da lassen. Du kriegst Eisen, du kriegst Kupfer. Das kann alles hier bleiben. Ja. Ja, die Sachen, die ich aufgelistet habe, sind erstmal das Nötigste. Und vielleicht Solarpanels und Akkus automatisieren in der Nähe der Lavalampe. Wird das Ganze auch wesentlich vereinfachen. Und das hier sieht sehr schön aus. Durchgehende Kohleversorgung. Das war ja auch knapp gewesen in der letzten Folge zumindest. Ja, gut. Ist alles auf einem guten Weg. Also bis gleich.